Vater Ignatius, Dämonentöter. Erst hier! Ich habe einen Banner mit Vater Ignatius gesehen, wie er Dämonen vernichtet. Kennst du den Kerl? Ich weiß, dass er einen riesigen Schnauzer hat. Seine Statue steht bei der Kathedrale. Meinst du, er hat eine Technik, um mit den Blutsaugern fertig zu werden? Ja, ich hoffe nur, sie funktioniert, auch wenn man kein Priester ist. Ohne Keuschheitsgelübde und so. Abstinenz! Davon habe ich nicht die leiseste Ahnung. Lange einsame Nächte vor Bikini-Zeitschriften. Das ist unbekanntes Terrain für mich. Okay, alles klar. Nein!
Das war wohl wirklich Ignatius, von Harry damals verbrannt war. Und ich muss unbedingt wissen, wie er es geschafft hat. Weißt du was? Beim Uhrturm wird eine Aufführung über die Legende der Fahrenheit gezeigt. Ignatius kommt sicher darin vor. So ähnlich wie ein Krippenspiel, nur dass es um Dämonen und Feuer geht. Ist eben für die Kinder. Die Geheimnisse der Pyronite gelüftet. Liebe Freunde, begeben wir uns auf eine Reise zu den Anfängen von New Moray. In den Straßen hallte Gelächter. Die Leute waren voller Hoffnung, bis plötzlich nachts Menschen von den Straßen verschwanden. Nur ein Mann, Vater Ignatius, war mutig genug, in die Schatten zu gehen und den Teufel zu jagen, der seinen Schäfchen Böses wollte. Und genau dort sah er sie. Die abscheuliche Frau, die Mann und Frau fraß. Und blitzschnell verschwand sie in den Grüften unter der Stadt. In dieser Nacht versammelte Ignatius seine verängstigte Gemeinde und führte sie in die Grüfte. Als sie sich der Höhle der Sündigen näherten, hielt er sein heiliges Stachelkreuz hoch. Und die Sündigen flohen wie Kakerlaken vor seinem heiligen Licht. Ihre Anführerin, Bloody Mary, war viel zu langsam. Ignatius brachte sie vor der Kirche auf einen Scheiterhaufen. Als die Flammen um ihre Füße tanzten, enthüllte sie ihre wahre Form und sprach einen Fluch. Sie schwor, eines Tages zurückzukehren und Rache zu nehmen. Was mit Ignatius geschehen ist? Er ist noch immer hier, Freunde. Begraben auf dem St. Charles Friedhof. Neben seinem Stachelkreuz. Und deswegen machen wir Feuer, Freunde. Um Bloody Marys Geist und alle Sündigen dieser Welt von New Moray fernzuhalten. Ihr könnt tanzen und singen und auf den Straßen spazieren. Und ohne Angst, ich meine wirklich ganz ohne Angst, die Pyronite Fire.
Okay, Sieg, du musst rausfinden, wo auf dem St. Charles-Friedhof Ignatius begraben ist. Er wurde mit einer Art Vampirtöter-Reliquie auf seine letzte Reise geschickt. Kein Problem. Diese Gruftis stellen ja jede Menge Friedhofskarten online. Ich wäre zu gerne mit einer Friedhofskarte zusammen. All das Augen-Make-up, diese dunklen Augenringe. Ich find's total heiß.